Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge der Formel 1 2006 Karriere. Und im letzten Part haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben noch irgendwie eine Probefahrt von Ferrari bekommen und da im ersten Versuch einfach über 7 Sekunden schneller gewesen als die Zielzeit und einfach ein Angebot als ersten Fahrer bekommen. Und damit sind wir jetzt einfach bei der Scuderia Ferrari am Start. Mega heftig, habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf auf die Saison und richtig gute Voraussetzungen, um hier mal Weltmeister zu werden. Nach dem Vizetitel in der zweiten Saison, jetzt eben hier die News, ich akzeptiere das Angebot von Ferrari. Die Nachricht, dass ich eben einen Vertrag geschlossen habe. Als erster Fahrer bin ich eben hier richtig heftig. Ferrari natürlich eines der traditionsreichsten Teams in der Formel 1 oder sogar das traditionsreichste. Es war eine leichte Entscheidung für mich, so einen aufregenden Vertrag anzunehmen, für so ein Team zu fahren. Bisschen schade, dass Michael Schumacher nicht mein Teamkollege ist, sondern Felipe Massa und damit eben Schumacher, den Weltmeister, den achtfachen Weltmeister im Spiel, ist jetzt eben leider nicht mehr im Start. Und hier bei meinem Display oder was das hier ist oder mein Mobiltelefon, keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt hier schön rot, Ferrari-Logo am Start. Richtig geil. Eine neue E-Mail, Scuderia Ferrari, heißt Sie willkommen im Team. Wir freuen uns, dass Sie Ihre Zukunft bei Ferrari sehen. Es ist schön, Sie an Bord zu haben. Sehen Sie regelmäßig in den Posteingang, genau. Also bei Ferrari jetzt einfach am Start, habe ich richtig Bock auf den Auftakt. Dürfte eigentlich mega einfach werden, weil in Bahrain habe ich selbst im ersten Jahr bei Toro Rosso 4 Punkte, glaube ich, geholt oder 5 mit Platz 4 oder halt 5, je nachdem. Und eben im letzten Jahr bei Honda den Sieg geholt. Kann ich meinen Erfolg wiederholen? Genau, da steht es auch. Beim letzten Rennen habe ich eben mit Honda den Sieg geholt. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Jetzt mit Felipe Massa als Teamkollegen speichere ich natürlich. Habe ich noch nicht gemacht. Leider vergessen. Damit geht es auf jeden Fall jetzt rein ins erste Rennen in Bahrain. Natürlich können die anderen Fahrer hier in dem Spiel noch nicht wechseln. Aber so schlecht finde ich es jetzt nicht, dass ich quasi Michael Schumacher ersetze. Weil in echt hat er ja auch nach 2006 quasi seinen Rücktritt bekannt gegeben. Sogar bevor die Weltmeisterschaft entschieden war. Also selbst wenn er da in echt Weltmeister geworden wäre, hätte er trotzdem quasi den Rücktritt durchgezogen. Also ist ein bisschen schade, dass eben Schumacher nicht mehr hier am Start ist. Ist zwar hier noch auf Platz 1 vom letzten Jahr. Sehr, sehr schade. Ne, wobei im Spiel ist er, glaube ich, Testfahrer. Auch sehr krass. In echt war er damals ja auch noch bei einigen Rennen noch mit dabei. Also quasi einfach in der Teambox. Kimi Räikkönen war ja damals der Nachfolger in echt. Ich habe auf jeden Fall jetzt Bock auf das erste Rennen in Bahrain. Damit gehen wir rein. In der Wüste natürlich wieder am Start. Heidfeld in Nürburgring 2005 von der Pole gestartet. Okay, sehr schön. 28 Punkte erzielt. Ich glaube, der war damals bei Williams am Start gewesen. Jetzt erstmal natürlich direkt ins Qualifying. Also ich denke, die Pole ist schon ziemlich easy hier. Im letzten Jahr wurde ich ja Zweiter hinter Massa. Aber hier jetzt mit Ferrari mit gleichem Auto. Ich will natürlich auf jeden Fall die weichen Reifen. Ansonsten also ein bisschen weniger Abtrieb könnte man machen, weil Bahrain ist ja schon eine relativ schnelle Strecke, vor allem mit den Geraden am Ende. Beim dritten Sektor, deshalb denke ich 45% sollte ungefähr passen. Und damit gehe ich jetzt rein in das erste Qualifying. Bisschen schade, habe ich ja schon vorhin erwähnt, also beim vorherigen Part, dass eben der Ferrari relativ wenige Sponsoren hat, weil der Hauptsponsor Marlboro eben nicht ins Spiel reingepackt wurde. Zumindest mal den Barcode hätten sie ja nicht gerne mal machen können, dass das Auto eben nicht so leer wirkt. Aber jetzt hier sehr, sehr schade eigentlich. Quasi nur rot das Auto und ein bisschen weiß eben der Frontflügel. Aber so an sich ist der Ferrari auf jeden Fall sehr, sehr geil. Sieht echt nice aus mit der Nummer 5 hier. Sehr viel Verkehr aktuell. Der McLaren davor mit, da war ich ja fast gelandet. Aber dann kam doch noch ein Angebot von Ferrari eben letzten Endes rein, quasi in letzter Minute. Genau hier eben an der Seite Vodafone, der Sponsor noch Ferrari damals gehabt und danach eben McLaren ab 2007. Ist echt richtig krass, hier einfach in dem Ferrari zu sitzen in Formel 1 2006 beziehungsweise eben Championship Edition auf der PlayStation 3. Hätte ich echt niemals gedacht, dass ich das mal irgendwann schaffen würde. Auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Damals immer richtig gestruggelt, überhaupt mal bei einem guten Mittelfeldteam zu landen. Ich glaube, das Beste, was ich irgendwann mal geschafft habe, war Toyota. Und hier einfach im dritten Jahr schon bei Ferrari. Hier schön an Massa vorbeigezogen. Das dürfte auf jeden Fall sehr, sehr einfach werden. Oh, hier Honda am Start, mein ehemaliges Team. Da ziehe ich schön vorbei. Oh, das ist Jenson Button. Sogar mein ehemaliger Teamkollege. Oh, ups, kurz mal hier ein bisschen berührt, sorry. Ich hoffe, ich habe in der Saison auf jeden Fall gute Konkurrenz mit den Renaults. Zumindest mal. Weil die sind irgendwie gar nicht Weltmeister geworden bisher in den ersten beiden Saisons. Also Alonso. Aber ein bisschen konstanter will ich auf jeden Fall. Oh, ups. Wenn man von Konstanz gerade redet, erstmal wegdrehen, alles klar. Also ich möchte auf jeden Fall ein bisschen konstanter insgesamt punkten, weil es gab schon das ein oder andere Rennen, wo ich auf jeden Fall mehr Punkte hätte holen können in der letzten Saison.
Zum Beispiel, wenn man da an Monaco denkt oder Silverstone. Okay, was macht denn hier der McLaren jetzt? Oder zum Beispiel die letzten beiden Rennen. Alles klar, trotz Dreher einfach trotzdem schneller als Takuma Sato. Und mit dem Ferrari quasi das erste Auto für mich mit den Bridgestone-Reifen. Also nicht mehr die Michelin-Reifen. Habe ich mir auch mal ein interessantes Video gestern angeschaut. Und zwar die Unterschiede zwischen den Reifen. Und zwar sind die Bridgestone-Reifen eben ein bisschen runder, weil die wurden eben mit Ferrari entwickelt. Und die Michelin-Reifen, die wurden zusammen mit Renault entwickelt und die sind ein bisschen eckiger. Also ich meine jetzt nicht die Form von Reifen seitlich, sondern eben die Oberfläche. Der Ferrari hat eben mit den Bridgestone-Reifen ein bisschen weniger Kontakt mit dem Asphalt, weil die keine so große Auflagefläche durch die rundere Form bieten. Und das war eben auch das letzte Jahr von den zwei verschiedenen Reifenherstellern. War eigentlich auch relativ cool, dass es das damals gab oder auch viele Jahre davor. Ey, ist das mein Ernst? Ich drehe mich hier schon wieder weg. Mache ich hier den Sebastian Vettel im Ferrari? Kaum bin ich im Ferrari einfach zweimal weggedreht. Trotzdem einfach 15. damit geworden. Alles klar. Also da merkt man, dass die KI hier auf der Strecke mega schlecht ist. Ich glaube, Benzin dürfte hoffentlich noch reichen. Wenn nicht, wäre das echt dumm. Okay, was macht der Toyota? Fährt hier mega riskant. Jetzt natürlich schon wieder Montoya gleich überholen, schon das dritte Mal hier. Fernando Alonso beendet seine Fliegerin. Das wird ihn enttäuschen. Ey Mann, was mache ich denn? Oh Gott. Ist das mein Ernst? Ich glaube, das war's mit dem Qualifying. Im ersten Qualifying Kollision mit Montoya. Und damit das Rad ab. Ey Mann, was bin ich denn so dumm? Ich drehe mich dreimal in Q1 weg. Und jetzt ist Montoya ins Auto reingefahren. Beide jetzt mit dem Ausfall. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Aber vielleicht kann ich es trotzdem in Q2 schaffen, weil aktuell bin ich ja 16. Wenn sich da keiner mehr verbessert, durch so eine lächerliche Aktion, drei Dreher, einfach auszuscheiden jetzt, weil Montoya mir reingefahren ist. Ey, Mann, so lächerlich einfach. Der Start bei Ferrari auf jeden Fall nicht so gut hier in Q1. Genau hier eben der Dreher, der zweite. Da kommt gleich der nächste Dreher, oder? Ich hoffe mal zumindest. Genau hier war das eben mit dem Toyota auch sehr riskant. Hier eben der nächste Dreher und dann fährt mir Montoya einfach ins Auto rein. Mega lächerlich. Und da sind einfach beide ausgeschieden. Hier schön ohne Rad. Neben Montoya noch gesellt. Ich hoffe, das reicht. Ich bin nur noch 17. Ey, das war's einfach in Q1. Ey, Mann, Zeit ist um. Ich bin sogar noch 18. geworden. Top Qualifying erstmal am Start, aber kein Problem. Im Rennen kann ich das vielleicht noch einholen. Hoffe ich zumindest. Massa holt sich wahrscheinlich die Pole hier. Ich bin nur 18. So möchte echt kein Fahrer reinstarten beim neuen Team. Alonso auf Pole. Okay, wo ist Massa? Nur 6. Alles klar. Echt dumm von mir, ey. Was habe ich denn gemacht? Ich hätte easy hier die Pole locker haben können. Alonso einfach auf Pole vor Button. Mega beeindruckend. Der auf Platz 2 einfach. Dann die beiden McLaren, Fisichella und Massa nur 6. Also sehr schwach. Von Ferrari Platz 6 und Platz 18. Und da gilt es auf jeden Fall jetzt einiges aufzuholen im Rennen. Mal gucken, was ich strategisch so mache. Aber die Pole hätte ich einfach locker hier bekommen können. Zumindest die erste Startreihe. Bahrain ist eigentlich ein Rennen, wo man locker den Sieg holen muss. Jetzt wird es auf jeden Fall richtig schwer von Platz 18. Aber am Start von weit hinten kann man auf jeden Fall sehr viele Plätze erstmal gut machen. Aber ist natürlich auch immer gefährlich, weil da die Gegner sehr häufig recht langsam unterwegs sind da hinten. Aber mal gucken, in Runde 6 fahre ich in die Box. Damit geht's rein ins erste Rennen bei Ferrari in Bahrain. Golf zum großen Preis von Bahrain. Die Formel 1 erfreut sich hier grenzenloser Popularität. Obwohl es hier keine einheimischen Teams oder Fahrer gibt, sind die arabischen Gastgeber unheimlich große Fans. Ob Pferde, Kamele oder Formel 1 Wagen, in Bahrain liebt man einfach jede Art von Rennen. Die Formel 1 Tour ist wahrlich im Nahen Osten angekommen und wir haben uns auf einen glühend heißen Tag eingestellt. So sieht ein Renntag mitten in der Wüste aus. Die Bedingungen hier sind heute hervorragend. Der Himmel ist wolkenfrei und die Temperaturen auf und entlang der Strecke sind perfekt. Die Vorhersage ist ebenfalls gut und wir erwarten, dass das Wetter während des ganzen Rennens so bleibt. Von der Pole startet Fernando Alonso. Jenson Button neben ihm in der ersten Reihe. Dritter ist Juan Pablo Montoya. Vierter ist Kimi Räikkönen. Reihe 3 und... Genau hier eben nochmal die Startaufstellung. Alonso auf Pole. Damit geht's rein ins erste Rennen. Also Qualifying war schon mal eine Katastrophe. Ich hoffe, das wird hier besser. Aber ich denke, die Chancen für einen Podiumsplatz sind sogar echt schon ziemlich gut. Der Sieg wäre krass, aber ist auch nicht unmöglich mit dem Ferrari. Hier ist die Ampel.
Gleich kommt der Start hier beim ersten Rennen bei Ferrari. Ja, ich komme schon mal ganz gut weg. Schon mal ein, zwei Plätze gut gemacht. Jetzt auf Platz 16 an Trulli vorbei. Auf jeden Fall muss ich aufpassen beim Reinbremsen. Jawohl. Oh, kurz mal einen Red Bull berührt, aber dann schon auf Platz 11. Jawohl, sehr schön auf Platz 10. Der Start lief schon mal sehr, sehr gut. Den Kultart sollte ich auch jetzt bekommen nach der Kurve beim Bremsen. Aufpassen. Ja, sehr schön. Ups, Alter, war das knapp. Fast hier den Sauber berührt, aber ich bin schon auf Platz 7. Also Start lief schon mal mega gut. Platz 6, ja, an Barrichello vorbei. Alter, richtig krass. Also ich hab's halt gesagt, in Bahrain ist es echt mega einfach im Spiel. Vor allem jetzt mit einem der Top-Autos. Ist Fisichella der Nächste? Hier aufpassen. Also ist natürlich immer gefährlich. Hier erstmal die Leute überholen. Oh, kleiner Quersteher. Ich dürfte eigentlich hier der schnellste Fahrer sein. Selbst im Honda war ich ja der schnellste im letzten Jahr. Und hatte da sogar auch den einen oder anderen Fehler im Rennen. Aber trotzdem das ganze vor Massa gewonnen. Und das war echt ein krasser Start also. Von Platz 18 auf Platz 6. Einfach 12 Plätze in der ersten Runde. Gut gemacht. Meine Ausrede für schlechte Qualifying ist einfach, dass ich einfach Bridgestone-Reifen drauf habe. Zum ersten Mal also. Muss man sich natürlich auch erstmal gewöhnen. Oh, Fisichella. Nicht wieder das gleiche wie in Brasilien im letzten Jahr. Weil da habe ich mich ja zwei, dreimal weggedreht im Rennen wegen so blöden Überholmanövern. Jetzt auf jeden Fall Zeit genug. Und da komme ich im Windschatten vorbei an Fisichella. Alter, das lief echt locker auf Platz 5. Jo, der Ferrari ist richtig schnell, also 340. Wir sind hier absolut drin. Und damit schon gleich Vierter, wenn ich hier Montoya überhole, da gibt es ein kleines Duell. Alles klar, Button ist einfach in Führung. Jo, alles klar, Mann. Und damit jetzt Vierter an Montoya vorbei. Ich gehe mal in die Wiederholung. Hoffentlich sieht man das noch. Die wurde natürlich wieder gelöscht, die Wiederholung vom Start. Schade. Hätte ich eigentlich gerne nochmal gesehen. Hier mit Fisichella, die leichte Berührung gab es da, glaube ich. Das Gute ist, ich habe auf jeden Fall sehr viele Positionen jetzt schon gut gemacht. Einfach schon Vierter an Massa vorbei. Das war echt schon ein bisschen gefährlich am Start, die eine oder andere Situation. Fast immer hinten drauf gefahren. Da muss man auf jeden Fall immer aufpassen. Vor allem bei den langsamen Leuten ganz am Anfang. Und jetzt schon einfach Vierter, also 14 Plätze gut gemacht. Richtig heftig. Aber ich finde es auch krass, dass Jensen Button einfach hier Erster ist. Keine Ahnung, was Alonso am Start gemacht hat. Das Gute ist aber, dass Button eben nicht so der Schnellste ist in seinem Honda. Hier gab es eben auch eine kleine Berührung, aber da dann eben schön im Windschatten vorbeigezogen. Ist echt krass, wie schnell der Ferrari hier auf der Geraden ist. Über 340 bin ich gefahren im Windschatten. Geht auf jeden Fall richtig gut nach vorne. Hier eben schön Fisichella überholt. Montoya war dann eben auch der Nächste. Das ging auch relativ gut. Hier Alonso im Duell sogar mit Räikkönen. Ah, das war das kleine Duell da. Weil da haben sich ja die Reifen sogar berührt. Ich weiß gar nicht, was Alonso jetzt macht. Okay, der ist immer noch hinter Räikkönen. Jetzt ist er aber vorbei. Also Alonso Zweiter, ich jetzt Vierter. Oh ja, hier, Alter, wie easy komme ich da denn vorbei? Viel besser in der Kurve gewesen, besser rausbeschleunigt, damit schon Dritter einfach. Schon auf dem Podiumsplatz, also damit das schon locker erfüllt. Und meine Pace ist hier, denke ich mal, schon die beste. Drehen darf ich mich natürlich nicht mehr, weil das wäre echt blöd. Jetzt im Windschatten von Alonso, aber der ist auf jeden Fall noch zu weit weg. Zumindest mal 340, fahre ich jetzt schon wieder, alles klar. Also der Ferrari ist echt richtig schnell, finde ich auf jeden Fall geil. Ich weiß gar nicht, was Massa da so weit hinten sucht. Komischerweise hat er ja am Start auch einige Plätze verloren gegen den Sauber. Oh, Alonso der Nächste. Hier jetzt innen vielleicht bei der nächsten Kurve. Und da komme ich auch vorbei. Sehr geil. Einfach schon Zweiter, yo. Ist echt heftig, wie schwach die KI hier ist. Und jetzt direkt hinter Jensen Button schon. Der ist echt stark mittlerweile hier im Game. In der letzten Saison gegen Ende vor allem, auch mit dem einen Sieg. Und jetzt hier einfach in Führung und sogar auch von Platz 2 gestartet. Also richtig stark eigentlich. Für ein Honda. Schade, dass halt eben im Spiel sich die Autos hier nicht verbessern können, weil dann wäre ich natürlich schon gerne bei Honda geblieben. Mit denen als Top-Team hätte ich schon Bock gehabt. Jetzt hier im Windschatten. Ich könnte den echt easy jetzt überholen, weil wir haben echt einen super Top-Speed hier. Der Ferrari geht echt richtig gut. Und im Windschatten, alles klar, so ein Überschuss einfach von über 20 km/h vielleicht. Und damit einfach schon in Führung. Alles klar, nach drei Runden oder was. Von Platz 18 auf Platz 1, also die Strecke hier. In Bahrain sind die Gegner echt richtig schwach. Und jetzt muss ich eigentlich quasi nur noch das Rennen nach Hause bringen. Weil so schwer ist das hier nicht in Bahrain. Gibt es auch kaum Stellen, wo man irgendwie blöd abkürzen kann.
Also keine Schikane, wo man plötzlich eine Strafe bekommt aus Versehen. Also eigentlich könnte ich hier echt schon den ersten Sieg jetzt holen. Hätte ich auch nichts anderes erwartet. Außer nach dem Qualifying auf Platz 18 hatte ich so ein bisschen meine Bedenken, dass ich da echt komplett nach vorne komme. Vor allem hatte ich eben Angst, dass ich vielleicht im Start einen Unfall baue. Aber zum Glück ist das ja nicht passiert und ich bin einfach schon Erster. Aber die Pace von Button ist auch sehr, sehr stark. Ungefähr so schnell wie Alonso einfach. Ich komme natürlich sehr, sehr gut weg. Der schnellste Mann hier im Feld, im Ferrari. Oh, okay. Quersteher, aber kein ganzer Dreher. Button kommt dran, aber nicht vorbei. Komischerweise. Also solche Fehler sind halt echt blöd. Sind wir auch im letzten Jahr passiert, aber trotzdem habe ich eben den Sieg geholt. Alonso damit jetzt sehr, sehr nah dran, weil Button eben nicht an mir vorbeigezogen ist. So, aber hier schön die Führung verteidigt. In die erste Kurve rein. Also sollte eigentlich kein Problem sein, außer ich drehe mich jetzt jede Runde weg. Nochmal ein Quersteher. Ja, moin. Jetzt komme ich auf jeden Fall wieder gut weg. Also wenn ich keine Fehler mache, sollte ich das Rennen echt mega entspannt gewinnen. So will man doch natürlich gerne reinstarten bei Ferrari mit einem Sieg. Aber es ist echt krass, was Button da für eine Leistung abliefert. Einfach Zweiter hier aktuell. Wenn ich bei Honda geblieben wäre, hätte es vielleicht hier einen Doppelsieg gegeben. Oh, jetzt natürlich Button unter Druck von Alonso. Dürfte auch klar mit... Okay, der ist jetzt vorbei natürlich, weil Button in der Box ist. Bin echt schon gespannt, wie schnell ich bei Strecken wie Indianapolis oder Bahrain oder Melbourne sein werde. Weil da war ich ja nie so gut im Spiel oder allgemein halt. Da ist die KI immer ein bisschen besser. Oder Barcelona, da war ich ja richtig schlecht in der letzten Saison. Und auch in der ersten, weil da sind die Gegner echt sehr overpowered. Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ich schaffe es da zumindest in die Punkte mit dem Ferrari. Bei den meisten Strecken sollte ich auf jeden Fall sehr gut konkurrenzfähig sein. Natürlich mit dem zweitbesten Auto, glaube ich. Also der Renault ist, glaube ich, ein bisschen besser. 3,1 Sekunden vor Alonso. So, hier reinbremsen. Okay, wird automatisch gemacht. Sehr schön. Wir haben jetzt ja die Box fast ganz vorne. Eben die dritte insgesamt. Hinter McLaren und hinter Renault. So, Boxengame. Die Ferrari Crew. Boah, das lief sehr gut und damit der erste Stop unter 8 Sekunden einfach. Richtig stark, 7,9 Sekunden. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal irgendwann schaffen werde hier in dem Spiel. Aber jetzt auf jeden Fall geschafft bei Ferrari. Aber die Crew macht natürlich keinen Unterschied, also das Team, weil das macht man ja alles selber. Natürlich bleibe ich locker vor Button. Der Abstand ist sogar richtig groß mittlerweile geworden, auf über 5, 6 Sekunden. Ah, da hinten hängen sie jetzt alle fest, alles klar, hinter Mark Webber und Jano Trulli. Hängen eben Alonso und Button fest und Button hat, glaube ich, den Platz gegen Alonso verloren, so wie es aussieht auf der Map. Weil der ist da 1-2 Sekunden auf jeden Fall hinter Alonso. Ich hoffe, es gibt einen schönen WM-Kampf zwischen Alonso und mir oder vielleicht mal Felipe Massa. In der letzten Saison dachte ich ja eigentlich, dass es da einen geben wird, weil Massa am Anfang in Bahrain sehr stark war. Die letzte Saison war auch sehr interessant, also in Bahrain ganz gut reingeschaltet mit dem Sieg, dann eben einige Rennen nicht so gut. Danach gewesen. Oh, jetzt ist Massa ein Kultat in der Box und damit übernehme ich auf jeden Fall die Führung. In Melbourne und Malaysia dann nicht mehr so gut gewesen. Dann kam, glaube ich, Imola. Ist ja die vierte Strecke. Da wurde ich ja Zweiter, hätte ich fast gewonnen. Auf dem Nürburgring wurde ich, glaube ich, Dritter. Also danach lief es dann wieder halbwegs. Und dann kam eben Silverstone und Monaco. Da war ich halt echt richtig schlecht unterwegs. Also in Monaco halt größtenteils wegen dem Regen. Und mir das Benzin einfach ausgegangen ist in Silverstone. Aber danach lief es auf jeden Fall richtig gut. Bis zu den letzten zwei Rennen, glaube ich, jedes Mal dann Punkte geholt und sogar einige Siege dann eben bei Honda. Einfach über 8 Sekunden vor Alonso und Button eben nur noch Dritter leider. Und Massa hängt hinter Montoya und hinter Barrichello. Ah, Kimi Räikkönen ist, glaube ich, ausgeschieden. Stimmt. Weil da gab es ja mal eine Ölspur. Damit leider Kimi Räikkönen ausgeschieden. Ich hoffe, Massa wird noch wenigstens Fünfter oder Vierter. Ich hoffe, die Saison wird echt nicht zu leicht, aber das denke ich eher nicht. Da gibt es natürlich einige Strecken, wo die Gegner natürlich richtig schnell sind im Spiel. Also ich denke, zu leicht sollte es hier nicht werden. Bahrain ist ja eben neben Frankreich somit die leichteste Strecke hier im Spiel. Massa kommt da irgendwie nicht an Barrichello leider vorbei. In der letzten Saison hatte er da echt mega Pech. Und zwar ist er, glaube ich, zwei oder dreimal hintereinander ausgeschieden gefühlt. Und zwar in Imola, da war er ja in Führung. Und in Malaysia war er auch in Führung. Also eigentlich hätte Massa vielleicht sogar auch Weltmeister werden können, ohne sein Pech, das er echt relativ häufig hatte. Okay, nochmal eine Ölspur, okay. Da scheiden aber echt viele aus. Das kann man ja auch ausstellen, also wenn es vielleicht irgendwann mal zu leicht werden sollte in der Karriere, dass eben die KI nicht plötzlich ausscheidet. Weil man selbst kann ja nie durch mechanische Fehler ausscheiden. Also durch einen Motorschaden zum Beispiel.
Da vorne komme ich gleich in die letzte Runde. Der Vorsprung auf Alonso noch größer geworden, über 10 Sekunden mittlerweile. Also das wird echt ein sehr entspannter Sieg hier. Schön nach vorne gekämpft von Platz 18. Genau, natürlich heil ankommen hier. Dafür gab es wenigstens ein bisschen Überhol-Action die ganze Zeit. Wenn ich von Pole gestartet wäre, wäre es echt mega langweilig geworden. Und im Rennen zumindest gar nicht mehr gedreht, also mit den Bridgestone-Reifen komme ich mittlerweile auf jeden Fall ganz gut klar. Ein paar Sekunden später. Oh, nochmal ein kleiner Quersteher, aber kein Problem, der Vorsprung ist so groß. Alonso ist erst am Anfang der Gerade. Und da vorne ist die Ziellinie. Und damit hole ich den ersten Sieg bei meinem ersten Rennen bei Ferrari. Richtig stark, mit einer schönen Aufholjagd. Sehr, sehr geil. Die ersten 10 Punkte in der Saison. Ich hoffe, ich kann auf jeden Fall noch sehr, sehr viele weitere Siege holen in der Saison. War auf jeden Fall sehr stark. Hier das Rennergebnis 13 Sekunden vor Fernando Alonso. Button wurde Dritter, auch richtig stark. Mein ehemaliger Teamkollege freut mich auch für ihn. Massa leider nur Sechster geworden. Gab auf jeden Fall einiges an Action mit den ganzen Überholmanövern am Anfang. Und die Speed vom Ferrari ist auf jeden Fall richtig stark hier gewesen. Im Windschatten vor allem über 340 km/h. Und dann den Sieg geholt. Also sehr, sehr geil. Guter Auftakt hier in der Saison. Ausgeschieden Montero, Räikkönen und Scott Speed. Okay, nur drei Fahrer. Kam irgendwie viel, viel mehr vor, weil da so viele Ölspuren auf der Strecke waren. Hier die Fahrerwertung natürlich eben als erster. Aktuell mit 10 Punkten vor den ganzen Leuten, vor Alonso. Wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant diese Saison, denke ich mal. Bei den Konstrukteuren natürlich erster jetzt mit 13 Punkten. Sehr schön. 3 Punkte Vorsprung auf Renault, also der Konstrukteurstitel, wäre auch mal geil, den zu holen. Und damit gibt es jetzt nochmal schön das Podium. Das erste Mal dann schön im roten Ferrari-Anzug. Jenson Button sehe ich auch mal hier im Spiel. Die Charaktere natürlich damals noch nicht so extrem gut, aber ist auf jeden Fall in Ordnung für ein PlayStation 3 Game. Okay, Button hat der blonde Haare komischerweise, alles klar. Der hatte, glaube ich, damals auch ein bisschen hellere Haare, aber ich weiß gar nicht, ob die komplett blond waren. Naja, egal, damit schön den Sieg geholt. Beim nächsten Part geht es dann weiter in Malaysia. Ferrari natürlich zufrieden, brillanter Sieg. Eine außerordentlich brillante Leistung. Die maximale Punktzahl hat auf jeden Fall sehr gut geklappt nach dem schlechten Qualifying. Schön doch noch 10 Punkte geholt. Sieg für Scuderia Ferrari. War auf jeden Fall geil. Die 1-Stop-Strategie natürlich hier im Spiel bei 20% Rennen. Da würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge von der neuen Saison. Lief auf jeden Fall sehr, sehr gut. Bis auf das Qualifying. Das Rennen aber schön gewonnen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Beim nächsten Mal geht es dann weiter beim großen Preis von Malaysia. Wird auf jeden Fall interessant, weil da war ich ja im letzten Jahr nur 6. Glaube ich, 3 Punkte geholt oder 5. Also nicht so extrem gut. Da dürfte es auf jeden Fall ein bisschen spannender werden mit der KI. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Protect your soul.